Pfunden. Ja, gut, dann müssen wir dann noch mal hin. Wenn jemand aus der Entfernung nicht trifft, dann hat er da bestimmt auch Spuren hinterlassen. Das kann Jakob machen. Der ist als einziger von uns schwindelfrei. Genau, Tiefseetauchen und Himalaya-Trekking, das sind meine Hobbys. Ach, Chef, hört sich das mal an. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Feinde. Ich glaube auch kaum, dass sie das irgendwas angeht. Oh. Ja, ich warte. Worauf? Naja, auf Ihre Antwort. Das haben Sie sich doch nicht gefallen lassen. Nee. Ich habe ihm die Zunge rausgesteckt. Brav. Die Kollegen von der Streife sollen die Gegend mal ein bisschen im Auge behalten, ne? Schon veranlasst. Magst du auch rein? Mhm. Ein Schwein, eiskalter Karrierist. Lebensgestohlen. Ja gut, das kann ja gut sein. Aber trotzdem, das mit dem Angstmachen nehme ich Ihnen nicht ganz ab. Sie wollten ihn umbringen. Bringen Sie ihn weg. Für versuchten Mord reicht das einmal. Ja, manchmal, manchmal auch nicht. Thank you.